Linguistik in 120 Sekunden. Nummer 47. Der Zusammenhang zwischen Spracherwerb und Metaphorik. In welcher Art und Weise korreliert der Spracherwerb eines Kleinkindes mit der auf Metaphern basierenden Sprache eines Erwachsenen? Eine Metapher beschreibt im Allgemeinen ein sprachliches Bild von zwei oder mehreren Sinneszusammenhängen, wobei diese in keiner direkten Beziehung zueinander stehen. Dabei handelt es sich um eine Bedeutungsübertragung, welche dazu dienen soll, einer Aussage Bildlichkeit zu verleihen und Imagination zu stiften. Darüber hinaus sind Metaphern alltägliche Begleiter. Diese These wird durch George Lakoff und Mark Johnson in Metaphors We Live By gefestigt und ausgebaut. Metaphern sind in unserem Denken und Handeln verankert, ohne dass sie einer ständigen Reflexion bedürfen. Somit eröffnet sich die Frage, in welcher Art und Weise der Spracherwerb eines Kleinkindes mit der auf Metaphern basierenden Sprache eines Erwachsenen korreliert. Die Entwicklung einer Metaphernkompetenz, sprich das Verständnis des Konzeptes Metapher in Produktion und Rezeption nachzuvollziehen, beginnt laut Howard Gardner mit dem Alter von 2 Jahren. Zunächst üben die Kinder allerdings starke Kritik an metaphorischen Ausdrücken ihrer Mitmenschen aus und stellen dies in Frage. Der Zusammenhang, welchen die Metapher konstruiert, wird nicht ersichtlich, sodass ein Kind mit voranschreitendem Alter vermehrt Korrekturversuche unternimmt. Bemerkenswert ist eine hohe Produktion an Metaphern während des 5. Lebensjahres, welches bis hin zu kreativen Wortneuschöpfung reicht. Somit beginnt das Kind, sich analytisch mit dem Aufbau der Metapher auseinanderzusetzen. Diese Tätigkeit reicht bis in das Erwachsenenalter, da das Kontingent an metaphorischen Ausdrücken eine große Menge aufweist. Folglich besteht durchaus eine Beziehung zwischen dem Spracherwerb und der Metaphorik beim Kleinkind. Entscheidend sind allerdings ebenso das soziale Umfeld, in dem das Kind lebt, sowie die sprachliche Förderung, die es in dieser Zeit erfährt. Durch den Umgang mit Metaphern lernen die Kinder nicht nur etwas mithilfe der Sprache zu abstrahieren, sondern regen durch die sprachlichen Bilder, welches eine Metapher schafft, ihre Kreativität an.